Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge MyTest Creative Server. Ja, neuer Tag für mich. Ich werde aber heute wahrscheinlich erstmal nur zwei Folgen aufnehmen, Max, weil ja, ist mir heute noch ein bisschen zu warm, 27 Grad draußen. Deswegen mache ich heute erstmal nur zwei und die restlichen Folgen morgen. So, warum ist hier... Ach, ich bin ja vollkommen... Recording, so. Aha. So, wir waren dabei, hier unten den Gang zu schlagen. Genau. Allerdings würde ich, hier, die Anlage läuft, ja. Genau, hier läuft mittlerweile auch alles wunderbar. Wie viel Shit haben wir jetzt eigentlich so aktuell? Achso, ich hatte übrigens, kurz nachdem ich die letzten Aufnahmen gemacht hatte, war ich hier kurz als Worker drinne und irgendwie in einem Geistesblitz habe ich hier die Dinger leer gemacht und einfach alles da reingeschmissen. Das heißt, die Kisten sind jetzt leer. Und alles ist durch unsere Pipeline verarbeitet worden. Ja, keine Ahnung. Hui. Hui, 5000. Alter Schwede. Das ist natürlich schon sehr... Oh, 10.000 Blei. Oh, und mehr als 10.000 Chrom. Oh, das ist doch schon mal... Boah, Alter. Muss man sich bedenken, nur bei der Anzahl hier diese 400 oder 400... Ja gut, knapp 500. Das sind ja die Blöcke. Das heißt, musst du nochmal mit 9 da multiplizieren. Irgendwie, jetzt wo die Tür nicht mehr aufgeht, sieht es ja aus wie so eine Gummizelle. Oder wie so ein Strafraum. Ich meine, man erkennt leider tatsächlich relativ schnell, wenn man hier reingeht, dass da ne, so Kanten sind. Und da. Das heißt, es fällt schon auf. Aber gut. Ansonsten habe ich ein paar Kommentare bekommen. Ich schalte die Anlage hier mal kurz aus. Ach, das funktioniert so wunderbar mit diesem Ding hier. Weil dieses Geräusch hier geht halt auf den Sack. Und ganz ehrlich, wir haben jetzt mal mehr als genug Ressourcen. Ich glaube, es war Roland oder Thomas. Einer von den beiden. Der meinte, dass vielleicht das HV-Kabel von dem Ding zu unserem Transformer defekt sein könnte. Ich habe jetzt allerdings nicht wirklich eine Ahnung, wie wir das überprüfen können. Ich wüsste aber auch nicht, wobei das kaputt gegangen sein könnte. Weil wir haben ja hier eigentlich nicht dran rumgespielt. Und die Akkus wiederum, die sind ja auch voll. Das heißt, alleine über die Akkus müsste der ja Strom bekommen, oder? Achso, siehst du, wir haben ja diesen einen Durchbruch da unten. Hier so. Vielleicht kann man hier gut sehen, ob hier was durch ist, aber nö, hier sieht auch alles heile aus. Ja, ach, ich kann mal hier. So. Ja, ist alles heile. Also keine Defekte hier zu sehen an der Anlage. Gut, hätten wir das schon mal nachgeschaut. Eigentlich kann ich die Räume auch zumachen, ne? Na egal. Kann eh keiner was mit anfangen. Ist ja geschützt alles. Ja, wie gesagt, jetzt aktuell ist ja sowieso unser, das Ding ist ja aus. Aktuell, glaube, weil es leer. Genau. Deswegen kriegen wir auch jetzt endlich kein Damage mehr. Ist schon ganz praktisch. Und das bringt mich bei uns ja zum nächsten Dings. Und zwar würde ich gerne tatsächlich hier noch eins runtergehen.
Ach nee, das ging ja nicht, weil da unten das HV-Kabel lang geht, ne? Ah, genau, da wollten wir ja schon eins runtergehen für, ich weiß gar nicht mehr warum, aber für irgendwas wollten wir nochmal runtergehen. Die Frage ist nämlich, ich würde tatsächlich gerne jetzt doch mal die Zentrifugenanlage in Angriff nehmen, um Uran-Dinger anzureichern. Ich würde es aber tatsächlich nicht an das System hier anbinden, sondern ich würde hier tatsächlich ganz normal unsere Blöcke umgenerieren lassen. Und die Blöcke kann ich dann manuell in die Eingabe von der Zentrifugenanlage schmeißen, wenn wir Bedarf danach haben. So, ne, sodass die nicht die ganze Zeit läuft und hier die ganze Zeit zu Zeug ballert, sondern halt, ja, ich da immer mal ein bisschen was reinmache und sobald wir ein bisschen Vorrat haben, ist die Anlage auch gut, ne? Du brauchst nicht weiterarbeiten. Ich meine, wir könnten die Anlage auch an die Anlage anbinden und mit einem separaten Schalter versehen. Könnte man auch machen. Wäre vielleicht sogar gar nicht so verkehrt. Ja. Ja. Was mache ich hier gerade? Weg. So. Ansonsten habe ich jetzt auch schon die Fragen bekommen, warum ich hier A überhaupt diese Kreissysteme baue. Vor allen Dingen auch, warum ich hier meine Kreissysteme habe. Ich habe dem Meeting auch schon geantwortet, aber nochmal so für die anderen. Das Kreissystem ist hauptsächlich deswegen entstanden, weil wir fangen ja mit dem Zeug an, was wir da abbauen, das ist ja Cobblestone. Den Cobblestone grinden wir. Das heißt, wir könnten daran direkt den Grinder anschließen. Nach dem Grinder könnte dann die Siebebände angeschlossen werden. Und an den Siebebänden könnte dann die Sachen halt direkt rausgefischt werden. Und dann hier zur Weiterverarbeitung in dem Schleifer und den Ofen weitergeschickt werden. Hätte aber den Nachteil, dass die Siebe, die produzieren auch. Warum ist unser Inventar so voll? Die Siebe produzieren auch mit gewisser Wahrscheinlichkeit. Nee, wie war das? Also dieses gesiebte Kies und noch irgendwas anderes. Ah, nee, ich glaube nur gesiebtes Kies. Und aus dem gesiebten Kies, das wäre dann halt ver. Ne, das, ah, genau. Man kriegt mit gewisser Wahrscheinlichkeit gesiebtes Kies und normalen Kies raus. Zusätzlich zu den ganzen Rohstoffen. Und das wäre dann halt einfach nur Material, was, ja, was denn da wäre, ohne dass es genutzt wird. Und ich meine, Kies und so haben wir so schon eigentlich genug. Oh, was ist denn hier los? Verliere ich gerade die Verbindung zu meinem Server? Hallo? Ja. Ich habe irgendwie die Verbindung zu meinem Server verloren gerade. Hä? Was denn da los? Ist mein WLAN-Chip gerade abgeraucht? Das fängt ja gut an. Gut. Ja. Mein WLAN-Stick hat sich gerade aufgehangen gehabt. Ich hatte auch gerade kurzzeitig kein Ping zu Google. Aber jetzt geht wieder alles. So, wollen wir mal weiterschauen, ja? Also, jetzt muss ich erstmal warten, bis auf dem Server. Ah, nee, doch, hat er registriert. Genau, jetzt geht wieder alles. Naja, WLAN. Ist dem wahrscheinlich auch einfach bloß zu warm aktuell. Wo war ich gerade? Genau, und auf jeden Fall, wie gesagt, wird hier halt Kies und Gravel erzeugt. Und das könnte man natürlich auch bunkern. Wir haben ja schon ein bisschen was davon. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel wir davon eigentlich haben. Aber wir müssen davon eigentlich mittlerweile schon ein bisschen was haben. Oh ja, 1500. Ja, geht. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ich finde es halt schöner, wenn wir die Sachen, die als Müll quasi rauskommen, selber auch nochmal verarbeiten und wieder mit in den Kreislauf zurückschicken.
Und das geht halt am besten, indem man halt ja, einen Kreislauf hat. Und dementsprechend ist hier dieser Kreislauf entstanden. Und hier ist was tatsächlich so, das, ich hatte ja hier auch erst so eher gehabt, dass, ne, hier kamen die Rohre rein, dann war hier die Schleifmaschine mit einer Kiste hinten dran. Oder erst war die Kiste und dann die Weichschleifmaschine, so rum. Dann war hier die nächste Kiste und danach der Ofen. Und das Witzige war, zu der Zeit waren diese Sachen ja noch hier unten alle aufgebaut. Und bei der ersten Sorting Pipe, also das Ding, was hier so bunt ist, ist die Sorting Pipe immer geplatzt. Und da ich nicht genau herausgefunden habe, warum das der Fall war, dachte ich mir, ja, das hier mit dem Kreisverkehr, mit dem Puffer hier im Kreis, funktioniert ja da vorne relativ gut, also brauche ich es einfach auch. Bumm. Schon haben wir hier quasi einen Mini-Kreis, der ist letztendlich auch genauso aufgebaut wie der vordere Kreis. Nur, dass wir halt hier 8 Sachen drinne haben. Und hier haben wir halt nur eine Sache drinne, von daher. Ich meine, letztendlich könnte man die beiden Kreise kombinieren. Man könnte also schon sagen, naja, wobei das schwierig wird mit dem Kombinieren, weil wir haben ja hier, ist es ja so schon extrem belegt. Das heißt, wenn wir die beiden Kreise kombinieren wollen, dann müssten wir hier nicht nur 10 Sachen raussortieren, sondern 20 Sachen raussortieren. Das heißt, das Konstrukt hier, was so schon ugly aussieht, wäre dann noch ugligerer. Was natürlich nicht schön ist. Ja. Ja, deswegen habe ich das hier einfach als 2 Kreise gemacht und gut ist. Wie gesagt, es ist nicht effizient und es ist vielleicht auch nicht so logisch, aber es funktioniert und nur, weil es funktioniert, sehe ich doch erstmal keinen Grund drin, das zu ändern. So, und wir müssen jetzt mal gucken, wo können wir jetzt unsere Zentrifuge aufbauen? Und die Frage ist, lassen wir wirklich von hier ein Rohr abzweigen? Hier wird ja irgendwo, wird ja Uran gleich beim ersten? Lol. Hier, ne, statt dem Weißen, dass der Weiße nicht hier reingeht, sondern dass das Rohr dann halt ja irgendwo anders hingeht. Die Frage ist, unsere Insel ist halt schon ganz schön ausgelastet. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung wir überhaupt noch Platz haben. Oder wir bauen halt wirklich nach unten und ich baue dann das HV-Kabel erstmal woanders hin. Ich meine, letztendlich aktuell ist der Reaktor eh aus. So von daher, drauf geschissen. Dann könnten wir das tatsächlich machen. Dann würde ich nämlich das Reaktorkabel tatsächlich nicht mal hier unten lang verlegen, sondern quasi an den Räumen dran vorbei. Also aktuell geht es halt da hier runter, jetzt geht es in die Richtung und dann geht es da hinten nach links weg. Und ich würde es dann so machen, dass es hier direkt nach links weggeht. Also jetzt, weil es ja nach rechts weggeht und dann gerade in die Richtung weitergeht, sodass es an den Räumen dran vorbeigeht und wir hier quasi endlos weiter unten bauen können. Wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Also, braucht man ein Schwert. Warum auch immer. So, das heißt, wir machen jetzt hier. Die kommen auch noch weg. Wunderschön. Wir bauen jetzt hier. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie weit wir überhaupt bauen müssen. Ich brauche mal ein bisschen, ne? Ah, nee, sieht noch zu kurz aus. So. Könnte reichen. Muss aber nicht reichen. Kommt doch noch Kies. Was ist denn los mit euch hier? Ah, wir gehen einfach mal. Ich gehe mal hier einfach mal Tesla rein. Wieder kommt das Wasser runter. Okay. Wobei dürfte nicht sein, wir müssten gerade aktuell unter dem Reaktor sein. Ich glaube, wir sind schon zu weit gewesen. Verdammt.
Gut, dann, So, machen wir mal hier. Und gehen jetzt einfach mal in die Richtung. Okay, ist doch kürzer als ich dachte. Der war aber doch schon wesentlich früher da. Was ist denn hier los? Ah, ach so. Ja gut, okay. So, die Richtung. So. Ja. Wir haben viel zu weit gebaut. Nice. Dann baue ich hier mal die Fackeln wieder ab. Eigentlich hätte ich die Fackeln auch einfach da lassen können, aber pff, egal. Achso, ist ja der gelbe Sand. Da. So. Jutchen. Das heißt, genau, hier sind wir jetzt unter dem Reaktor. Und jetzt kommt das Kabel quasi einfach hier lang. Was? Wieso fehlt? Hä? Müsste doch genauso lang sein wie davor. Wie kann mir jetzt ein Kabel fehlen? Ich bin verwirrt. Hä? Also, wenn man ein Rechteck hat, und es ist ja hier rechtwinklig, weil es ist ein Voxel-Game, und man Seite A und B abbaut, und dann Seite A und B hinbaut, dann ist doch die Strecke AB genauso lang wie Strecke AB. Also, versteht ihr, wie ich meine? Es kann doch jetzt nicht auf einmal ein Block zu wenig sein. Warum ist jetzt ein Block zu wenig? Ich bin offensichtlich gerade etwas verrückt. Oder wo ist jetzt hier von einem unserer komischen Pipe-Bots aufgesaugt? Obwohl, 3er Range könnte sogar fast sein, dass das Ding da aufgesaugt hat. Aber dafür haben wir unsere wunderschöne Kiste da hinten. Nö. Eine andere Vakuumtür haben wir ja nicht mehr hier. Mal schauen, ob wir noch eine HV-Kabel haben. Ja. Wobei es mich schon wundert, warum es einer fehlt. Der kann ja eigentlich nur irgendwo verschollen gegangen sein. Der ist so verrückt, sag mal. Hier geht's nach da. Dann geht's ganz normal rum. Genauso wie hier es ganz normal rumgegangen ist. Hier ist auch alles gerade durchge... Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Oder war da vielleicht doch irgendwo ein Loch hier im Kabel? Naja, man weiß es nicht. Wo ist eigentlich das Netzteil von den Dingern? Hä? Hä? Wieso hat das Ding kein Schaltgerät? Hier geht's runter und dann geht's direkt zum hier, zu dem Ding da vorne.
Aber müsste dann da noch irgendwo noch so ein Netzschaltgerät sein? Also hier so ein Ding? Okay, jetzt bin ich gerade hart verwirrt. Das ist ja. Vielleicht funktioniert deswegen unsere Anlage nie. Aber wieso haben wir da. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe auch gerade ganz, ganz, so ganz dämmerlich bei mir im Hinterkopf, dass wir immer eins hatten und das abgebaut hat und deswegen hier auch so eine komische Lücke ist. Ja, jetzt haben die Dinger auch eine Anlage wieder dran, ne? Jetzt funktioniert auch das Ding. Leute, was ist hier gerade geschehen? Was passiert hier gerade? Was zur Hölle passiert hier? Wir werden es nie erfahren. Gut, auf jeden Fall haben wir jetzt alles vorbereitet, damit wir jetzt im nächsten Schritt tatsächlich hier doch noch eins runtergehen können. Und der nächste Raum wird dann gleich ganz groß. Den mache ich dann so groß wie die beiden Räume hier zusammen. Wobei ich hier wahrscheinlich trotzdem eine Wand einführe, damit es unten aussieht, wie als wenn es trotzdem, ne, ist ja eine tragende Wand in dem Moment. Ne? Also einfach auf wegen Optik. Ah. Das heißt, dann kann das Ding wahrscheinlich später doch wieder weg, weil ich das Ding dann doch auch weiter unten machen kann. Na gut, das Ding lassen wir erstmal so, wie es ist. Okay, das heißt, wir klauen mal kurz erstmal hier mein Inventar ein bisschen aufräumen. Du kannst weg. So, Sand haben wir hier. Warum Sand? Ach da. So. Okay, damit ist unser Inventar schon wieder viel aufgeräumter. Ah, siehst du, was ich auch noch ausräumen wollte, ist ja hier oben die Kiste, ne? Haben wir die jetzt. Ah, siehst du, die haben wir noch nicht ganz ausgeräumt. Das heißt, das Zeug, was hier ist, kann auch unten Kupfer? Wofür kommt gerade Kupfer gar nicht bekannt vor? Haben wir sowas in der Anlage unten bereits? Na komm, die Stoppdinger lassen wir hier. Kann ich haben. Doch, Kupfer haben wir unten. Da ist ja dieses grüne Zeug, ne? Ah ne. Hä? Ach so. Okay, ist das hier. Nee, ich dachte gerade, weil das ist ja die eigentliche Kupferfarbe. Und die Sache ist, wenn man Kupfer im Erdreich findet, dann findet man ja in der Regel kein reines Kupfer, sondern dann findet man ja etwas, was, naja, halt mit Sauerstoff angereichert ist, sprich also was oxidiert ist. Und wenn Kupfer oxidiert, ist es halt grün. Deswegen ist Kupfer, was man im Erdreich findet, in der Regel eher grün als rötlich. Von daher. Das Kupfer mit der Farbe ist ja nur das, was man ja veredelt hat. Also das Kupfer, was man als reines Kupfer zu kaufen bekommt. So, schmeißen wir das hier oben mal rein. Gut. Und dann nehmen wir mal unsere beiden wunderschönen Werkzeuge hier. Die müssen ja hier noch drin sein, genau. Und dann bauen wir mal. Bis der Arzt kommt. So, hier müssen wir jetzt ein bisschen mehr rund. Ah, ne, müssen wir gar nicht. Hier war ja die Schräge. Das heißt, hier bräuchten wir eigentlich. Ich mache mal trotzdem eine doppelte Decke.
Damit wir dem hier die Decke austauschen können gegen so ein Gestein. Wobei ich. Ja, mal gucken. Oh, ich habe jetzt überhaupt keine Leitern dabei. Intelligent, wie ich bin. Was ist hier eigentlich schon wieder? Ah. Schau mal, was da ist. Okay, das heißt, das ist die Lösung für das Rätsel des verlorenen Items. Gut. So, wir brauchen noch ein paar Leitern. Müssen wir noch ein paar haben. Ja, ein paar haben wir noch. So. Warum ist hier eigentlich ein Loch drin? Das sieht doch schon wieder scheiße aus. Eigentlich müssten hier gleich so eine Stonebricks rein, ne? Egal, ich mach's erstmal so. Wenn wir später den Raum veredeln, kann ich immer noch. Wie die vier Blöcke, ne? 1, 2, 3, 4, genau. Das heißt, wir müssen hier insgesamt 6 runter. 3 sind wir schon, also fehlen noch 3. 1, 2, 3. So. 1, 2, 3. Perfekt. Damit ist das hier unser neuer Bereich. Machen wir hier ein bisschen, damit wir hier ein bisschen Licht machen können. Ungefähr so. Oh. Ist aber jetzt noch. So, jetzt wird's spaßig. Hier muss zu. Wobei eigentlich nicht wirklich. Aber auf jeden Fall können wir jetzt hier anfangen, so, in die Tiefe zu bordeln. Ich weiß gerade nur nicht, wie tief hier eigentlich. Also, bis wohin? Also, ich habe hier tatsächlich auch noch andere Kabel. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr umbauen. Was die Kabelanlage angeht. Vor allem ist halt die Frage, wie weit müssen wir hier hinten. Ach, das sind sogar die Kabel, die wir da hinten sehen. Ah, das ist natürlich blöd mit den ganzen Kabels hier. Gut, wir könnten auch einfach hier mit der Etage noch ein bisschen weiter runter gehen. Wäre jetzt auch kein Problem. Das heißt, wenn die Kabels da oben auf der Ebene sind, dann sagen wir einfach, dass die Ebene hier die Deckenebene ist. Das heißt, wir müssen jetzt noch eins weiter runter. Können wir natürlich auch machen. Ungefähr so. Die Frage ist, das ist noch nicht das Kabel, was in den Nachbarraum geht. Nee. Das ist das HV-Kabel. Müssten wir da oben nicht bald irgendwie Rohre sehen? Ich bin nicht verwirrt. So, weiß mal weiter hier. Ich baue hier hinten so durch. Ja gut, das. Leute, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wo sind wir jetzt hier eigentlich gerade? Hier sind wir. Okay, hier fehlt also noch ein bisschen, ja. Okay. Ah. Okay. Haben also bloß noch 2 Blöcke gefehlt. Gut. Jo, dann hätten wir das schon mal. Und hier müssen wir bloß auf eine 4er Höhe kommen. Also eigentlich auf eine 5er Höhe, weil Decke müssen wir auch noch reinziehen. So, das heißt ungefähr so. So. Warte mal kurz. Genau, da ist das Dings, der Bumster. Ah, verdammt.
Dann einmal so. So, da geht das Kabel lang. Die Kabel gehen da hinten hin. Ich würde am liebsten doch noch ein bisschen tiefer gehen. Das hier gerade. Ich weiß halt auch nicht, wie groß die Anlage wird, diese Zentrifugenanlage. Das ist gerade so ein bisschen mein Problem. Auf jeden Fall gehen wir hier mal noch eins tiefer. Ich glaube, das müssen wir auf jeden Fall. So. Hier kann man nicht lang bauen. Da ist bereits belegt. Gut, dann würde ich hier einfach versetzt in die Richtung weiterbauen. Also mal gucken, was wir hier mit der Treppe machen. Draußen so dunkel, ey. Uah. In die Richtung bauen geht nicht. Also wissen wir nicht wirklich. Wobei wir können natürlich schon bis zum Kabel können wir schon ranbauen. Also es wäre per se auch kein Problem. Ja, also mindestens bis so können wir ranbauen. Ich versuche mal hier so einen möglichst großen Bereich rauszuschlagen. Da gucken wir mal, wie wir den von der mit Stonebricks ein bisschen verzieren. Ja. Das heißt, die Schicht kann ich eigentlich auch gleich weg, weil da machen wir dann auch Stonebricks hin. Schippe hier, hallo? Da. Gut. Das heißt, in der... nächsten Folge graben wir dann noch die Decke ein bisschen an. Und dann können wir eigentlich gleich mal gucken... Oh, die Stormwicks hinten machen mich wieder ein bisschen Angst. Ich glaube, hier können wir gar nicht so hoch gehen, weil da bereits der direkte Trafo drüber ist. Dings da rum ist da. Na gut, gucken wir mal nächste Folge weiter. Wie wir das am dümmsten machen. Und dann, ja, würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge.